So Jungs, Train. Spal. Hallihallo, willkommen zu einem neuen Overwatch. Heute mal auf Train ist eine Map, die jetzt, was ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht hatte. Mal gucken, der Verdächtige hat 8 zu 2. Die ersten drei Runden sind 4 T-Side. Und sie machen jetzt mal den Bigo. Okay. So, die stacken da vor B. Also von Train generell habe ich jetzt eher nicht so viel Ahnung. Also Ahnung spiele ich jetzt nicht so oft. Den hat er mal nicht kommen sehen. Also ich gehe mal davon aus, dass der mal kein Wallhack hat. Mhm. Da ein paar Bunny Hops. Aber das sind jetzt eher noch legit, sage ich mal. Okay, bisschen AFK. Oder er hat jetzt angemacht. Man kann ja jetzt mal sagen, ja gut, der letzte Runde stand der da auch so close an dem Corner, dass er den jetzt einfach predicted hat. Aber sie stacken schon wieder vor B. Den hat er gehört. Okay. Interessant. So, weil die Bombe liegt ins B. Sie müssen B gehen, theoretisch. Da steht auch der letzte Gegner. Den hat er jetzt sozusagen auch nicht gewusst. Ja, jetzt ist halt klar, dass er da steht. Es waren jetzt aber 4 Headshots mit der Scout. Mal gucken, was sonst noch so passiert. Er ist gut, da hat es wahrscheinlich länger gebraucht zum Kaufen. Aber er geht jede Runde irgendwie dieselbe ab. Jetzt steht er wieder da. Jetzt ist er wieder kurz. Schwer zu sagen bis jetzt. Okay, nee. Ich glaube, der hat den Wallhack drin. Rennt er einfach mit dem Messer auf Spot herum. Ich meine, gut, die Mates können ja jetzt gecallt haben. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie die Mates stehen oder wie, wo, was, wann die gemacht haben. Aber dass der einfach so mit dem Knife geht und dann da gleich Connector abaimt. Ja doch, zwischendurch immer so kurze Pausen. Und so wie der das reingeaimt hat, das war sowieso ganz komisch. Immer so kurze Pausen, als würde der irgendwo was umstellen oder sowas in der Art. So, wie, was macht der? Aber der macht auch eigentlich nur Headers mit der Scout. Ich meine, die ist... Ja, okay, nee. Das ist mir, glaube ich, jetzt schon wirklich zu seltsam. Die Scout ist halt generell eine Waffe, mit der kannst du schnell moven und da gehen Flickshots einfach leicht rein. Und habe auch generell so das Gefühl, als würden die Hitbox irgendwie anders sein mit der Scout. Du kannst du teilweise... Neben den Kopf schießen ist trotzdem ein Headshot. Aber der macht ja bis jetzt nur Headshots, so viel ich mitbekommen habe mit der Scout. Entweder ist das ein richtig krasser Ball. Oder ein richtig krasser Ball mit VH und Aimer.
Jetzt hier über die kurze Runde, wo er AFK ist, als würde er da in sein System irgendwas umstellen, vielleicht jetzt doch mal Wolleck mal kurz wieder aus oder an oder je nachdem. Da könnte man den Action theoretisch am Reefen drücken, für das, dass der einfach immer wieder kurz so AFK ist. So, was ist sein Plan? Er steht da drin und macht im Prinzip gar nichts. Der aimt nichts draus, der versucht nichts zu machen. Ich hasse eigentlich solche Leute, ne? Und natürlich da wieder der Header. Da, da passiert nicht dabei. Aber das habe ich auch oft solche Teammates, die einfach dann auf T-Sides, wo man dann eigentlich gemeinsam was pushen will. Gut, das ist jetzt ein Corner, den aimt man halt ab. War halt seltsamerweise auch wieder ein Header, so wie der. Da, da. Nee. Komm. Der macht nur Kopfschüsse. Würde mich jetzt interessieren, ob ich das irgendwie nachgucken kann. Nee. Aber der hat da unten steht sie, eine Kopfschussquote von 82% und das jetzt bei 19 Kills. Der müsste bei Fnatic oder so spielen. So was der halt macht. Ich meine, er hat auf jeden Fall die Map-Kenntnisse, er ist, also er moved halt durch die Map. Also er weiß auch, wo kann man hoch, wo nicht. Hat auf jeden Fall schon ein paar Spielstunden, nur das, was der halt so drückt. Ganz komisch. Mir kommt es halt auch so vor, als würde ihr das Spiel einfach nicht ernst nehmen. Aber was haben die Mates für Octopus hat auch 12 Kills bis 7 Tode. Da steht er wieder da und macht halt nichts, stellt wahrscheinlich wieder irgendwas um. Ah, und da auch mal kurz darüber geluckt. Ich meine, das kann jetzt auch Zufall sein, aber... Nee, jetzt der Connector rein. Kassiert, hat die Info halt. Gut, aber macht wieder einen Header. Und... Naja. Also... Ich würde auch schon fast behaupten, dass Octopus und der Verdächtige Primates sind. Weil die spielen beide permanent nur Scout. Wieso leckt der so durch die Map? Ja. Nee. Vergiss es, der weiß es. Ab jetzt ist es offiziell der Wolleck und Aimer. Ja. Aber ich raff gerade nicht, warum das so ruckelt. Irgendwie... Entweder ist die Demo irgendwie beschädigt oder... Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall... Jo. Gut, wir haben hier jetzt mal Zielhilfe, zweifellos erkennbar. Sichthilfe, zweifellos erkennbar. Anderweitige externe Hilfe, ich meine Bunny Hops jetzt zum Beispiel, die haben eigentlich legit ausgesehen, nur wenn der halt mit Aim und mit Waller da durchrennt, kann man den halt auch bis Bunny Hoppen, also kann man eigentlich davon ausgehen, dass der im B-Hop-Script auch drinnen hat. Das ist halt, ja, in dem Fall, es ist nicht zweifellos erkennbar, dass der jetzt am Bio-Script drinnen hat, weil die Bunny-Ups, was der tut, der gemacht hat, die mache ich so auch.
Spielbehinderung. Er hat jetzt sozusagen jetzt, ja, er war halt zwischendurch immer für ein paar Sekunden, also 10 Sekunden so immer AFK, hat wahrscheinlich da seine Einstellungen vom Aimbot und Wallhack da mal ein und aus oder wie empfindlich oder wie oder was der, was man da einstellen kann. Ich habe keine Ahnung davon, was man da alles einstellen kann. Auf jeden Fall, ja, wäre eigentlich jetzt auch unzureichende Beweise. Aber für die Zielhilfe und die Sichthilfe ist der Typ sowieso schon mal weg, somit viel Spaß, Boy. In Zukunft werden jetzt generell, glaube ich, öfters Overwatches kommen, weil ich bin übelst abgefuckt von dem, was da momentan abgeht. Man kann einfach kein Matchmaking mehr spielen, ohne dass man da irgendwelche Aim-Legenden im Gegnerteam hat, die was da mit 40, 50 Kills rausgehen. Wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt momentan ELE. So weit unten war ich schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Und ja, seit dem Steam Summer Sale ist das Cisco einfach so mit Matchmakings so nicht spielbar. Das fuckt einfach ab. Gut, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Wie auch immer könnt ihr dann in der Infokarte, so heißt das ja, entscheiden, ob der Boy legit war oder nicht. Könnt ihr abstimmen, würde mich interessieren, wer was ihr so stimmt oder was ihr dazu sagt. Ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, könnt ihr halt erläutern, warum, wieso, weshalb, warum. Und über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und bevor ich es vergesse, es läuft ja noch ein Giveaway. Bis Sonntag, glaube ich. Bis zum 27. Nee, oder? Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall bis Sonntag sollte ja noch ein Giveaway laufen. Und da gehen ja raus am Shadow Daggers Ultraviolet. Gönnt euch für die, die was noch nicht mitmachen. Dann sage ich auch nochmal auf Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.